Komm, wir skippen bei Bibis Haus ganz kurz durch. Wir skippen bei Bibis Haus ganz schnell durch. Ich will mir nicht alles anschauen, Leute. Ihr wisst, wie ich Einrichtungen und Häuser liebe. Ja, Architectural Digest. Ich kann es nicht mal aussprechen, aber ich bin's. Okay? Wir gucken schnell durch. Komm. Ja, ich kann klopfen. Komm. Haustour, ich glaube, darauf haben wir euch schon lange warten lassen, genau. Bibi ist so reich. Und wir haben uns jetzt gedacht, komm, das Wetter ist heute schön, das Haus ist ausnahmsweise mal auf. Gut, fangen wir an, komm. Lassen. Ich finde ihn so stimmt, geil. Hier war einfach nichts und genau, das gibt und das echt nochmal so ein geiles Gefühl. Das, ne? Macht so diesen Raum irgendwie auch viel größer und cooler. Es gibt ein geiles Gefühl, ein Spiegel, wenn man sich selber sieht. Verstehe ich, Julienko, bin ich bei dir. Ja, hier hat man eine schöne Bank. Ja. So, jetzt könnt ihr gerne einmal hier rumkommen. Ich habe eine neue Sache, die ich erzählen kann. Und zwar seht ihr hier überall diese Einbauschränke hier und okay, stopp. Was ist das Meme mit den Einbauschränken? Mein Chat geht gerade komplett apeshit crazy, Digga. Das Haus besteht aus Einbauschränken. Das Haus besteht aus Einbauschränken, Digga. Luca sagt, die Eingangstür ist ein Einbauschrank. Okay, also lasst uns das ganz kurz so sagen. Sie hat keine festen Wände, sondern einfach Einbauschränke als Wände. Dann bin ich jetzt mal gespannt auf 400 Quadratmeter Einbauschränke. Ich meine, Bibi wird eine Menge Klamotten haben. Oder auch nicht. Zeig doch mal, wie ordentlich du deine Schuhe da drin... Okay. Doch, zeig mal deine Füße für Orange Morange schnell. Auf jeden Fall haben wir über 40 Meter Einbauschränke in diesem Haus. Teilweise. Das ist der krankste Flex, den ich jemals gehört habe. 40 Meter Einbauschränke. 40 Meter Einbauschränke. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist krankhaft. Aber ich diagnostiziere hier einfach mal durch die Blume eine Zwangsneurose. Was ist da drin, Bibi? Bilou? Geld? Spielzeug für Louis? Podolski-Döner? Ich weiß es nicht, erzähl's mir! Also ich weiß nicht, natürlich, wenn man jetzt weiß, dass sind Einbauschränke, sieht man das auch, aber... Das sind nur Einbauschränke! Halt so schlicht und wir brauchten so wenig Möbel nur, als wir hier eingezogen sind. Ja, weil... wohnt ihr da drin? Also, das feiere ich, glaube ich, mit am meisten an diesem Haus. Wenn du keinen Dildo-Schrank hast, dann hast du reingeschissen. Es gibt einen Dildo-Schrank, ich bin mir sicher, es gibt einen Schrank, da sind nur Sexspielzeuge drin. So, ich glaube. Julienko ist ganz verrückt. Die Ecke habt ihr auch schon aufgesehen. Warte, ich mach mal. Ja, sehr gut. Sollen wir mit dem Raum starten? Geil. Okay, dann starten wir mit der Toilette. Mit der Gästetoilette. Weißt du, was eigentlich schade ist? Hier läuft fast. Die Gästetoilette sieht teurer aus als jede Wohnung, in der ich jemals drin war. Bibi, bitte, kann ich einmal auf dein Gästeklo scheißen? Ich bring meine eigene Bürste und Toilettenpapier mit. Und Mundschutz, bitte. Immer Musik, überall in den Decken sind Lautsprecher verbaut. Digga, das wünsche ich mir so sehr. Scheiße, Mann, ich wollte nur durchskippen. Komm, weiter hier. Toilette. Sagen alle unsere Gäste. Das ist ein ganz netter Typ. Ja. So, jetzt machen wir das. Das ist massives Silber. Das kann sie sich leisten. Wieder zu. Dann haben wir hier noch einen Flurbereich. Wie gesagt, hier wieder diese Einbauschränke. Einbauschränke. Da können wir gleich nochmal langlaufen, weil... Einbauschränke, Junge! Da geht es runter, die Treppe. Generell ist das ganze Haus so sehr clean aufgebaut, würde ich sagen. Minimalismus ist das Stichwort. Wie? Einbauschränke. Alle Etagen sind ungefähr gleich von der Gliederung und diesen Beton werdet ihr auch überall... Geil, Sichtbeton fühle ich sehr. Das hier ist wahrscheinlich, damit Julienko nicht die Treppe hochläuft alleine. Ich weiß es nicht. ...wiederfinden. Also der Architekt, der das gemacht hat... Mochte Beton. Okay, Wohnzimmer. Ja. Gut. Sehen und ja, bam. Gut, Wohnzimmer. Also... Frage, was wir jetzt erstmal, vielleicht drehst du dich einmal so und dann zeigen wir kurz die Küche. Wir könnten auch mit unserer Schrottschale beginnen. Oh ja. Ich fühle die Theke aus Sichtbeton sehr, finde ich cool. Habt ihr auch so einen Platz, wo einfach... Ich habe keinen Platz, wo einfach ein Hundehaufen drin ist. Nee, habe ich nicht. Obwohl ich einen Hund habe. Ich fühle diese riesige Theke. Ich fühle das hier. Ich fühle eine Einbau-Kaffeemaschine überhaupt nicht. Da gehört ein Siebträgergerät rein. Justin, auch nochmal ein Front an dich. Hör auf! Verfickten Nespresso aus Kapseln zu trinken, du Muchkind. A, ist das Müll und B, schmeckt der wie Pisse. Trink mal anständigen Kaffee, Junge. Gibt's 3000 Euro für eine Uhr aus, kauf dir mal einen Kaffeeautomaten für fucking 2000 Euro, Alter, du hast es doch. Junge, okay, Einbauschränke, reden wir nicht drüber. Diese Hocker hier, finde ich nicht schön, ist Geschmackssache. Ich finde das hier, finde ich cool. Massive Kochinsel mit eingelassenen Ceranfeld, nehme ich an. Dunstabzugshaube fehlt hier an der Stelle, ist bisschen blöd für den Geruch, ansonsten cool. Ja, also das. Der Tisch ist schön, die Stühle sind absolut hässlich, gefallen mir nicht. Unser Esstisch, ich wollte unbedingt einen riesengroßen Esstisch haben. Hier stehen jetzt 8 Stühle, wir haben auch noch 2 Ersatzstühle. Und wenn die ganze Family dann zusammenkommt, dann passen auch hier 10 Leute dran.
Die Stühle finde ich persönlich nicht schön. Ich weiß, dass es Designerstühle sind. Das könnte Rolf Benz oder sowas sein vom Ding her. Finde ich persönlich nicht schön. Die sehen aus wie Office-Stühle. Der Tisch ist eine Vollmarmorplatte, ja. Hier mit einem schönen Stahlgestell drunter. Finde ich sehr clean, gefällt mir, passt. Wäre nicht meins, finde ich aber schön, aber die Stühle gefallen mir einfach nicht. Aber ist ja auch Geschmackssache, ne? Und das finde ich einfach auch wieder weg. Nice. Gut, wir skippen durch, ne? Wir skippen durch, haben wir gesagt. Hier oben dieser Kronleuchter-Ding, das ist absolut schlimm. Das sind so Swarovski-Kristalle, nehme ich an so einer Kette und dann sind da Glühbirnen eingelassen oder LED-Stripes. Staubpsychose. Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Fotos und Bilder angeht, haben wir uns ein bisschen zurückgehalten wegen den Videos und ja. Privatsphäre, pipapo, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Genau. Einbauschränke. Macht einen Schrank nur mit Fotos. Einbauschrank für Fotos. Wo geht's jetzt weiter? Ja, dann sieht man ja die ganze Zeit im Hintergrund schon die Küche, die offen. Ich glaube, dazu braucht man nicht cool. So viel sagen. Ist schön, ja. Sehr viele Videos gesehen. Ist halt sehr clean hier. Kühlschrank ohne Eis. Finde ich schade, Missed Opportunity hier. Ein paar Farbakzente wären schön gewesen. Grau auf weiß. Ja, kann man machen. Eine anthrazitfarbene Küche hätte es für mich hier an der Stelle wäre es dann gewesen. Bam! Soll ich mal rüberkommen? Weil sonst. Ich will nicht, dass die Leute schreiben, boah, filmt der Scheiße. Sag mal, hat die eigentlich ständig. Das ist auch so ein Ding, ne? Die hat überall frische Blumen. Okay, finde ich cool, ein für Getränke, ja, kann man so machen. Ich hätte mir einen mit Eis geholt, aber das ist in Ordnung. Also hier wieder ein Vollautomaten. Leute, Kaffee-Vollautomaten lohnt sich nicht. Geisteskrank viel Arbeit, sau eklig sauber zu machen, die vergammeln irgendwann, verkalken. Hol euch einen guten Siebträger, beste Kaffee. Und klar, Einbauschränke. Optimalerweise Getränke und sehr oft benutzt. Was ist das hier? Moment, stopp. Eisfächer. Wir haben hier noch eine Anrichteküche. Digga, das ist Weird Flex. Du weißt, wenn ein Haus für reiche Leute gebaut worden ist, wenn sie eine extra Küche fürs Personal zum Anrichten hat. Nennt sich das, glaube ich. Ja, ist richtig. Und zwar ist es ein langer, schmaler Raum. Das ist ja nicht. Das. Ja. Wo wir auch nochmal. Haben die hier. Digga, die haben ja wirklich Bierzapfhähne drin. Feier ich. Sowas gehört in den Keller. Feier ich, aber finde ich cool. Küchenschränke haben. Hier vorne auch von Rituals, die guten Duftstäbchen, ganz wichtig. Wir haben ein Waschbecken, wir haben hier. Und das ist unsere. Die ist hier nicht eingebaut, die steht einfach hier oben drauf. Das ist unsere Sprudelanlage. Der normale Sodastream, mag ich nicht, ist, muss der von Arc sein, natürlich. Arke. Den wollte ich dann unbedingt behalten, den haben wir im Kiosk gekauft, ne? Wir haben immer einen ganzen Kiosk lang gekauft. Da man darf aber nicht von naschen, man sieht's. Keiner darf was rausnehmen aus den Lutschern. Gibt einen Schrank für die Lutscher, den Einbau-Lutscher, Einbauschrank. Genau. Ja, natürlich. Bibi, Julenko, ihr kennt mich kaum, ihr kennt mich gar nicht, wir haben uns einmal gesehen. Kann ich bitte vorbeikommen und bei euch kacken, wirklich, es wäre mir eine große Ehre. Hier übrigens eingelassene Lampen mit dem Sichtbeton, extrem schön, feier ich sehr, finde ich cool. Finde es auch cool, dass das hier in diesem Rohbau hier überall so kleine Einbauten hat. Einbauten, Einbauschränke, finde ich gut, finde ich nice. Ja, und hier sind dann nochmal rechts und links ganz viele Einbauschränke. Hier haben wir alles Mögliche gelagert. Ich mache diese Schränke jetzt nicht auf. Das ist ein Tresor. Und hier haben wir noch einen Backofen. Ja. Okay. I mean, ja. Nee, klar. Da einfach mal zwischen die Einbauschränke ein Backofen. Okay. Also wir kommen nur zur Info, wir kommen aus diesem Raum hier gerade. Ja, das ist unser Wohnzimmer. Das Sofa in einer anderen Farbe, geil. Also ich finde Couch-Ecken immer schwierig, aber das wird von Dansk sein wahrscheinlich. Nicht Dansk, wie heißen die denn? Doch, es könnte wie heißt die denn? So ein Velour-Sofa, habe ich auch eins von, in Blau. Extrem geil, sau hochwertig, sau teuer in der Anschaffung, no flex, aber wirklich cool. Nicht meine Farbe, aber interessante Couch-Ecke. Bilder fehlen hier. Das ist halt, also das Ding ist, wenn ihr es so clean haltet, ja, hier sind überall Babysachen, verstehe ich, ja, also ihr seid Eltern geworden. Dann aber auch bitte ein bisschen Bilder. Investiert Geld in Kunst. Kunst wertet eine Wohnung so krank auf. Skulpturen, alles rein in die Einbauschränke. Einer großen Couch, ich würde sagen, die Couch ist... Schönen Büchern immer die Seiten raus, das macht mich sehr... Zweite Film, da sieht nämlich auch sehr schön aus. So. Das sind alles so Taschenbücher hier vorne. Kennt ihr Taschen? Das ist so ein Kunst-Bildbandbuchladen. Also ein bisschen mehr Farbakzente fände ich schön, aber wer es so... gerne so weiß-schwarz hat, weiß-schwarz-beige-Samtfarben,
Auch okay. Aber hier so ein ganz langes Schrankregal. Sideboard nennt man das, ja, ein Sideboard. Mega großen Fenster bis unter die Decke. Geil. Und ihr müsst dringend was gegen die Veralgung hier machen, das ist ganz schlimm. Gibt's Alginat gegen, kann man machen, ist ganz wichtig. Sieht sonst wirklich irgendwann echt scheiße aus, auch die Möbel hier draußen. Rasenmähen müsste auch mal gemacht werden. Die lassen sich mega einfach öffnen. Ja, das sind ja 400 Kilo Glasscheiben, ne? Also, das ist halt wieder hier so. Stellt euch doch keine Hängematte rein. Ach, das ist die Spiegelung, das sind keine Algen, das ist komplett Metall hier. Das ist, ach, das ist, oh, okay, das sah gerade aus wie eine Betonwand. Aber ja, das natürlich, klar, das ist edel, das ist Stainless Steel, also Edelstahl einfach, der nicht rostet. Ist teuer, darf man meine Fassade klauen? Lohnt sich. Ja, ihr wisst schon. Machen. Schöner Garten, aber ist cool. Dass die Blätter und Äste hier so runterhängen, wenn man dann hier sitzt. Das ist cool, das ist schön. Ist kein riesiger Garten. Achso, und da hinten ist noch unsere Grillecke. Also wenn wir den Grill benutzen, dann schieben wir den meistens so schief in die Ecke. Danke. Der Grill abgeschlossen, mit einem Vorhängeschloss oder bin ich dumm? Danke nochmal an unsere Family. Ja, den Weihnachten von unserer Familie geschickt. Das gibt so ein... Das ist unser Blümchen, ne? Genau. Ja. Was eigentlich richtig schön ist, wenn es dunkel ist. Die sind alle einzeln beleuchtet, dann leuchtet die... Okay, das kann ich mir geil vorstellen. Das ist sehr speziell, hat aber was. Also finde ich persönlich jetzt nicht hässlich. Wäre nicht meins. Ich finde halt, Metall gehört nicht in den Garten. Sehe ich eher dunklen Naturstein. Ein bisschen was natürlich, das sieht alles sehr, sehr überfuturistisch aus. Aber wem es gefällt, warum nicht? Sind das echte Bäume oder nicht, ist halt auch eine Frage. Das könnten echte Bäume sein, ne? Aber die sind alle sehr, sehr gleichmäßig noch geschnitten. Jeder Baum. Ja. Und das hat auch nochmal so ein ganz... Genau, und jetzt können wir hier rumgehen. Und da kommt unser zweiter Bereich. Schöne große Betonplatten hier mit einem Basketballplatz. Warum nicht? Finde ich cool. Kann man machen. Man sieht auch hier überall Kameras. Also hier ist auf jeden Fall den Basketballkorb haben wir da hingestellt. Macht Sinn. Ist cool. Letzten Sommer so viel gespielt draußen. Am Anfang haben wir gedacht, es ist vielleicht ein bisschen schade, dass wir... Ich glaube, ja, ich kenne... Also sie wohnen ja in Köln, glaube ich. Ich weiß eine Gegend, wo das sein... Ist ja scheißegal, wo man sich... Ja, dumm. Ja, nur hier vorne die Stück auch wieder mit Einbauschränken versehen. So. Mom, ganz kurz. Hat sie gerade gesagt, dass sie draußen Einbauschränke hat? Perfekt. Draußen Einbauschränke. Ich fühl's. Eingangstür, wo wir eben gestartet haben. Wir sind jetzt wirklich komplett einmal ums Haus rumgelaufen. Und hier süß, mit dieser kleinen Bank hier. Voll süß, Mom. Das hier ist der letzte Bereich am Tag, wo wir noch Sonne haben. Also die wandert quasi einmal so rum. Und Lee und Emily haben sogar ihre eigene kleine Bank. Sollen wir jetzt noch mal? Die werden so eine geile Kindheit haben, diese beiden Kinder. Ich sag's euch. Oh, Digga. Da hat aber Julienko einen guten Geschmack. Das sieht ja fast nach meiner Konfiguration aus, Bruder. Ich hab übrigens fast das gleiche Kennzeichen wie du. Weißes Leder von innen bei dem... Da hat sich aber jemand einen schönen Wagen ausgesucht, sag ich mal, ne? Mit fest verbautem Spoiler. Ist nicht meins, ich habe ihn einfahrbar. Aber ansonsten, das ist eine gute Wahl. Ja, ich hatte auch genau den Lack vorher. Ist noch Winterreifen drauf. Hier sind die kleineren Felgen noch, das sieht man. Weißes Leder innen drin, ja, warum nicht? Aber sonst wahrscheinlich auch voll ausgestattet, musst du ja. Festverbauter Spoiler wird wahrscheinlich auch dann sogar der, kannst du sie sehen, müsste der AMG S sein. Nicht der AMG nur. Wipleasing regelt, auf jeden Fall. Weißes Leder ist nicht meins, aber hier dieser Anthrazit-Mattlack. Geisteskrank schön. Digga, sehr, sehr schön, Mann, wirklich. Schönes Auto. Fahre ich auch sehr gerne mit. Familienfreundlicher und größer und praktischer ist mit zwei Kindern. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit Leos Ferrari regeln, ne? Perfekt. Mit Leos Ferrari. Das ist so gut. Mega. Boah, das hat krass. Richtig gut geklappt. Okay. So, wir haben euch jetzt eigentlich alles hier unten gezeigt. Und gehen wir als erstes hoch, ne? Ja. Kindersicherung, sehr wichtig. Mega. So. Ich will nicht wissen, wie viele Arschkommentare Monte gemacht hat, als sie die Treppe hochgelaufen ist. No Flont. Hier. No Flont wahrscheinlich, oder? Einbauschränke. Ist der Flur. Ja. Aus unserer ersten Etage. Und wie ihr seht, genau wie unten sogar an der exakt gleichen Stelle haben wir wieder ganz viele Einbauschränke. Ich möchte, dass jemand ein Video hochlädt, wo sie nur sagt, Einbauschrank. Ja. Nicht meins, also ich fände jetzt hier zum Beispiel, wenn man den Platz braucht, verstehe ich das. Aber wenn man jetzt gesagt hätte, man nimmt den Sichtbeton und nimmt hier quasi den Sichtbeton von hier und packt hier eine Sichtbetonwand hin, ja? Wäre natürlich auch geil. Wäre wirklich, wirklich, wirklich schön, nicht so viele Einbauschränke zu haben. Das macht es ein bisschen kaputt, das nimmt ein bisschen die Offenheit raus, aber wenn sie den Platz brauchen, no front.
Ich verstehe es nur nicht. Das ist der schönste Schrank aus dem ganzen Haus. Die hat wirklich einen Schrank voller Bilou. Gut. Ich verstehe es, ja. Ich verstehe es. Okay, wo ist der Dildo-Schrank? Zeig uns den Dildo-Schrank. Das ist unser Bilou-Schrank. Mega. Ja, geil, ne? Genau, jetzt können wir hier einmal langlaufen. Und alle Produkte, die ihr da seht, haben dieses Haus gekauft. Das müsst ihr euch merken. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Raum, der hier in der Ecke ist. Und zwar ist das Kinderbadezimmer. Wir haben... Schön, mit einer Badewanne für Kinder und Dusche, freistehende Badewanne. Top, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Betonwaschbecken mit einem kleinen Einbauschrank drunter. Toll. Wir haben hier jetzt die Vorhänge einfach mal zugezogen. Das ist das Badezimmer. Im Moment noch nicht so dolle in Gebrauch, da der Liebe sich natürlich jetzt noch nicht selber fertig macht. Und meistens machen wir das dann alles bei uns im großen Badezimmer. Badabing, badabang. Ja. Super. Dusche. Vom Stil her ist das wirklich so ein minimalistisches Townhouse eigentlich. Also eine relativ schmale Townhouse-Villa, die wahrscheinlich gar nicht von der Grundfläche so ist, aber sieht man halt hier 3 Etagen mit ausgebautem Keller nochmal. Da kommt man sicherlich auf seine 250 bis 300 Quadratmeter Wohnfläche, die hier haben werden, plus den Garten nochmal und den Pool unten. Das ist schon einiges auf jeden Fall. Das ist definitiv nicht schlecht. Fertig. Und in der Gegend, wo sie wohnen, wo ich denke, ich sag jetzt mal 2,5 bis 3 Mio auf jeden Fall. 500 Quadratmeter Wohnfläche. Oh, okay. Das ist ordentlich. Das ist wirklich, wirklich ordentlich. Das ist nicht... Das ist ordentlich. Okay, krass. Dusche, Waschbecken, Klo. Da sind wir aber froh. Ja, allerdings. Und dann kommen wir hier. Zack, kann man hier so rumgehen. Ja, und dann hier ist so Ja, stimmt. Das ist deutlich mehr. Ich sehe es gerade. Es geht ja nochmal da hinten in die Ecke voll. Flurbereich. Hier sind jetzt die beiden Kinderzimmer. Dazu haben wir auch jeweils eine eigene Roomtour gedreht. Die kann dann korrigiere ich. Ich sage 5 Millionen das Haus. Wenigstens. Gerne mal in der Infobox verlinken, weil eigentlich kann man hier zuziehen und dann ist das quasi der Elternbereich. Hier ist ihr Zimmer. Natürlich schwierig, ne, mit dem Ficken dann, da hört man ja alles. Tada! Digga, der hat ja ein Traumkinderzimmer, das ist echt schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön eingerichtet. Wirklich krass schön eingerichtet. Das haben wir ganz, ganz neu eingerichtet. Ist wirklich schön. Das Bett ist richtig, richtig geil. Hier nochmal ein schöner Schrank, der nicht eingebaut ist. Was ist da falsch gelaufen? Das ist wirklich schön eingerichtet. Kann man nicht anders sagen, Mann. Ja, voll. Niemals 5 Mille, aber schon viel. Ey, Leute, ich weiß nicht, also ich kann mir 2 Orte in Köln vorstellen, wo das Haus steht. Bei 500 Quadratmeter Wohnfläche und ich habe in Köln als Immobilienmakler gearbeitet. Das ist zwar schon ein bisschen her, aber ich beschäftige mich trotzdem mit dem Markt hier. Also 4 Millionen wenigstens. 4 Millionen wenigstens. 3,5 könnte auch noch sein. Ich habe mir mal ein ähnliches Haus angeschaut. Für mich selber. Das war aber nicht so hundertprozentig ernst gemeint. Das war auch um den Dreh. Größentechnisch ein bisschen krasser ausgestattet. Ohne Garten. 2,4 Millionen oder sowas. Also das ist schon... Das ist schon... Ja, 3,5 bis 4, 5 so um den Dreh. Sicherlich, doch. Weil das ist sehr hochwertig gebaut. Besteht halt aus Einbauschränken, das Haus, ne? Das ist ein sehr guter Baustoff. Genau, also ich weiß gar nicht, was ich detailliert jetzt dazu sagen soll. Du kannst ja einfach mal so ein bisschen alles zeigen. Der Leo hat jetzt hier sein neues großes Bett auf jeden Fall schon stehen, wo er sogar aktuell schon seinen Mittagsschlaf drin macht. Wir versuchen ihn gerade so ein bisschen dran zu gewöhnen. Das Zelt hier finde ich auch sehr süß. Ja, das Zelt, er hat sein Bällebad. Und auch so in dem Bettkasten findet man auch immer, wenn man irgendwas sucht, muss man eigentlich immer nur in den Bettkasten gucken. Da versteckt er gerne Dinge. Das finde ich auch voll cool, dass die Kinderzimmer halt genau gegenüber sind. Wird später mega entspannt für die Kinder, wenn die Kinderzimmer genau gegenüber sind. Das hat aber auch eine große Größe, also eine gute Größe für ein Kinderzimmer später. Also da kann man auch als Jugendlicher noch drin wohnen. Das ist ganz gut. Das werden so 20 Quadratmeter so sein, 22, 23, vielleicht 24 Quadratmeter so. Das ist ein gutes Zimmer hier auf jeden Fall. Der Leo hat jetzt hier sein neues großes Bett auf jeden Fall schon. Auch voll cool, dass die Kinder in den Kinderzimmern wissen. Aber die sind auch gleich groß, ne? Ja, nicht ganz. Das ist ein bisschen kleiner. Voll klimatisiert das Haus, okay. Infrarotlampe. Und auf der anderen Seite haben wir das Babybettchen, wo der Leo, wie gesagt, aktuell noch seinen Nachtschlaf drin macht. Und hoffentlich wandert er bald drüber und dann kann Emmy hier rein. Wenn ihr mehr zu den Kinderzimmern wissen wollt, ganz detailliert, haben wir auch mal die Schränke geöffnet und so, dann könnt ihr, wie gesagt, gerne die eigenen Zimmertouren mal anschauen. Wenn man dann nach links... Geiler Flex hier mit dieser Bank. Sehr, sehr cool, finde ich. Hat was. Einfach nur ein Lichtraum, einfach nur da sein. Das ist Drip, das ist Reichtum. Wisst ihr, was ich meine? Guckt, sieht man unser Schlafzimmer. Das ist Drip hier, das ist einfach nur Drip. Und wenn man sich nach rechts dreht, ist das unser Masterbadezimmer. Und das hier ist wahrscheinlich halt komplette Ankleide hier, ne? Mit Einbauschränken natürlich. Ich finde offene Ankleiden schön.
Aber das hat auch was hier, finde ich echt cool. Ich finde das eigentlich ganz geil gemacht. Man kann die Zimmer auch jeweils nochmal mit einer Schiebetür zumachen, aber sonst hat man einfach hier so einen offenen Elternbereich. Das ist meine Schrankseite. Eine Sache sage ich euch jetzt und da werden mir alle zustimmen. Da werden mir alle zustimmen. Und ich möchte jetzt von jedem hier, von zumindest jedem männlichen Kandidaten hier in einzelnen Chat sehen. Wir wünschen uns eigentlich doch alle, dass wir Julienko sind. Das kann man doch einfach mal so sagen. Das kann man doch einfach mal so sagen. Ich weiß, dass ihr mir da alle zustimmt. Ich weiß, dass ihr mir da alle zustimmt. Wenn man sich das Haus hier anschaut, man wünscht sich doch einfach nur, ein Julienko zu sein. Und ich gönne von Herzen. Kompletter Chat. Der Chat rast durch. Ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir dann auch wieder aus Beton. Ich habe ja gesagt, das findet sich überall. Sie hat Louis Wies-Schlappen. Ehrenfrau. Daraus wieder so eine coole Bank. Und dann kann man hier auf die andere Seite. Ich glaube, das erste Mal, dass wir jetzt einmal ganz frech von der Zeit anderen Seite, dann ist das Licht auch ein bisschen besser. Man kann hier nämlich auch einmal rumgehen von der anderen Seite. Genau, hier haben wir auf beiden Seiten Schränke. Einbauschränke, ganz wichtig. Das ist Julians kleiner Schrank. Okay, ich bin aufs Schlafzimmer gespannt. Nice. Nice Master Bedroom, das. Schöner, gemütlicher Raum. Schön, gemütlich, perfekt hier, Digga. Balkon ist nicht dabei, ist aber auch egal. Die Fenster kann man komplett öffnen wahrscheinlich. Hier hat man das quasi wie drin draußen. Elektrische Vorhänge. Gibt mir einen Hotel-Vibe. Und genau so muss ein Schlafzimmer eigentlich aussehen. Extrem clean, nicht zu viel drinne. Wirklich, wirklich sauber. Bei mir ist noch das Problem, bei mir steht ein PC drin und das kotzt mich immer noch extrem an. Aber es geht leider nicht anders. Ich brauche zu Hause tatsächlich einen Schlafraum. Meine neue Wohnung, die Roomtour, wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber das Bett, Geschmackssache, mir gefällt es nicht persönlich so gut, hat aber, wie gesagt, Hotel-Vibe. Und ich finde, das macht was aus. Das macht wirklich was aus. Ich sage euch, das Bett, dieses Bett hier alleine, 20 bis 25, 30.000 mindestens. Ich finde, und hier findet ihr nämlich den gleichen Stoff wieder wie die Couch. Velour. Ja, das ist unser Bett. Ganz wild, ganz wild. Doch, Bett ist in Ordnung. Ist nicht meine Farbe, aber so vom Design her okay. Das haben wir uns damals auch so halb anfertigen. Ja, ja, es konnte, ist self-made, ja. Lang davon geträumt, so ein riesengroßes Kopfteil zu haben und den Traum, den haben wir uns jetzt hier in dem Haus ermöglicht. Morgen ist runtergeworfen. Ja, ich sag ja alle. Achso, ja. Hier komplett so zum Bett zum Beispiel drehen. Okay. Da werden ganz wilde Schmuddelfilme drauf geguckt, Leute. Okay, und jetzt können wir. Das finde ich wieder so wack. Wenn Leute im Chat schreiben, die Kachbar hat nichts verdient oder sowas oder auch in den Kommentaren so ein bisschen rumgehatet wird. Leute, man kann sagen, was man will. Über den Content und so weiter und so fort. Aber sie ist eine Straight-Up-Businessfrau. Sie ist eine Straight-Up-Businessfrau, Leute. Und sie hat es verdient, weil sie eine Menge Zeit und Hustle da reingesteckt hat. Sie ist Selfmade. Sie ist eine komplette Selfmade-Millionärin. Und ich gönne 100%ig. Ich gönne 100%ig. Ob ihr Content jetzt euch gefällt oder nicht, das mag jetzt zweitrangig sein, ja? Aber sie hat eine eigene Brand aufgebaut, die alles andere influencerseitig in den Schatten stellt. Und da muss ich einfach mal hier eine Lanze für sie brechen und sagen, sie ist der Boss. Sie ist der muttergefickte Boss im Game. Sie ist eine Powerfrau und ich gönne den beiden 100%ig und hoffe, dass die zusammen extrem glücklich als Familie alt werden können. Wirklich. Sie ist selfmade. Und das alles ist dummes Rumgeneide von Leuten, die selber im Leben nichts gerissen haben. Sorry, Digga. Sorry, wirklich. Hier sehe ich auch. Da waren sicherlich ein paar Aktionen dazwischen drin dabei und Placements, die verwerflich waren und sowas. Und sicherlich eine Menge Bullshit. Aber ihren Wealth hat sie aufgebaut mit einer Marke namens Bilou, einem veganen Shampoo, was einen Absatz gefunden hat. Und das ist für mich vollkommen nicht verwerflich. Das ist in Ordnung. Dann haben wir hier auch wieder so einen riesengroßen Spiegel in der Ankleide. Kann man geil. Gut, ich nein, bin aus Badezimmer. Nicht. Badezimmer finde ich immer sehr, so, sehr wichtig. Wir tauschen jetzt mal die Seiten, ne? Weil hier kommen wir. Aber Mädels, Jungs, bitte. iPhone ist geil von der Kamera. Aber filmt bitte mit einer Kamera, bitte. Holt euch einen Kameramann für sowas. Ich hätte jetzt so gern Beauty-Shots gesehen. Ein paar geile Einstellungen und so, bitte. Ich meine, es lädt bei euch davon, aber bitte. Jetzt in unser Badezimmer. Mhm. Da haben wir, wildes Badezimmer. Ganz wild, Digga. Ganz, ganz wild. Diese riesige Dusche, freistehende Badewanne. Mm. Eine ganz große offene Dusche. Traum. Mach mal an, zeig mal, was hier auch geht. Nee? Nein, natürlich nicht. Klar, natürlich. Ja, hier haben wir eine freistehende Badewanne. Traum. Stellt euch jetzt vielleicht vor, hier kann euch das vielleicht jemand reingucken. Aber nee, glaube ich nicht. Die sind auch gleichzeitig ein Sichtschutz, also man kann von draußen eigentlich nicht wirklich hier reingucken. Stark. Und außerdem haben wir uns dann zusätzlich noch so Außenrestores anbringen lassen. Die sind auch unten. Also mit dem, was sie alles gemacht hat, Rollläden, Garten und so weiter und so fort, ich bleibe bei meinem Preis, den ich eben gesagt habe, Leute. Im Wohnzimmer, ich weiß nicht, hat man die
gesehen, die waren, glaube ich, so halb runtergefahren, ne? Du hast übrigens vergessen, die Toilette zu zeigen. Ah, Kamera von denen ist kaputt. Ja, okay, dann sage ich nichts. Ach so, ja, stimmt. Halt immer dich und dadurch sieht man diese... Man hätte auch eine neue Kamera kaufen können. No front. Geld ist ja da. Die ganzen schönen Deckenbeleuchtungen gar nicht. Die Decken sind überall im Haus 3 Meter hoch und die Bibi ist... Krank geil. 1,50 Meter. Das heißt, wir haben... 1,50 ist Bibi doch nicht, die ist doch größer. Ich hab die schon mal getroffen, die ist doch größer, Digga. 2 Bibis aufeinander und darum seht ihr nie die Decken, okay? So, dann gehen wir weiter. Jetzt machen wir die Tür wieder auf und gehen wieder in den Flur zurück. Denn wir haben noch eine Etage, das heißt, wir wandern nochmal hoch und danach geht's in den Keller. Da sehe ich jetzt hoffentlich Bibliothek, Lichtraum, irgendwie sowas, einfach irgendwas. Zwischen 3 und 5 Millionen wird die Hütte auf jeden Fall gerade werten. Ich denke auch so 4,2 oder sowas, ja. Mit dem Grundstück, wie gesagt, die Lage in Köln. Babygitterschutz. Hallo. Und hier haben wir Einbauschränke, klar, natürlich. Auch hier, wo es wieder relativ gleich wie unten aufgebaut. Hier haben wir jetzt wieder ein Badezimmer, das ist das Gästebadezimmer. Komplette Etage für Gäste, wild. Auch hier haben wir jetzt die wunderschönen Vorhänge mal zugezogen. Hey, wenn ihr Bock auf eine WG habt, so ich steppe meinem Bruder, meinem Homie in den Back, so ich ziehe bei euch ein. Ist kein Problem, ich passe auch auf Leo auf. Wirklich, also bitte. Und das sieht eigentlich exakt aus wie das Kinderbadezimmer. Unten, exakt, ne? Gleich. Voll Dusche, gut, voll schön. Genau. Toilette, Badewanne. Das ist übrigens Monas Zahnbürste. Stimmt. Genau. Und hier haben wir jetzt auch ein... Deutsche Kim Kardashian. Sehr provisorischen Bereich, der eigentlich nicht so bleiben soll. Und zwar sind das Julians Geckos. Wir haben den Gecko-Schrank damals hier hochgebracht. Der stand im Zimmer, wo jetzt Leos Kinderzimmer ist. Ja, da müssen wir noch irgendeine andere... Er hat Geckos. Wildes Hobby. ...Lösung für finden. Die stehen jetzt erstmal hier. Das ist unser Gästezimmer. So. Einfach Hotelzimmer. Hier haben wir uns für ein Beige entschieden, weil wir nämlich ein graues Bett hier... Bett ist sehr schön, fühle ich sehr. ...gestellt haben. Das ist wirklich ein schönes Bett. Ein schönes Bett. Hier auch mit Wichstüchern neben dem Bett, perfekt. Dann hier wieder einen Einbauschrank, einen großen. Kein Fernseher jetzt für die Gäste, okay. Und hier versteckt sich unter anderem dann nämlich... Plötzlich Hotel. Fernseher. Es ist so geil, es ist einfach... Ah, okay, Hotel einfach. Alles versteckt in diesem Raum, es kann gar keine Unordnung geben. Das macht schon Sinn mit Kindern und so, ja. Es hat echt so Hotelzimmer-Vibes, ne? Ja, das wollten wir auch. Ja, voll. Irgendwie versuchen zu gestalten. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Das ist ein schönes Zimmer, ja. Schön clean, ja. Extravagante Möbelauswahl. Mit Möbeln, Leute, die werden hier geisteskrank viel für die Möbel bezahlt. Aber die Teppiche, diese ganzen Stühle, ich sehe schon, Digga, dass es viel, viel Designerware hier ist. Ecke, so ein Beistellglastisch und hier dann noch so ein Sessel mit einer kleinen Pflanze, wo man sich hinschillen kann. So, und jetzt können wir nämlich die... So will ich mein Schlafzimmer auch haben. Komplett clean. ...über ins Zimmer wandern. Und das ist unser Fitnessstudio. Boah, Mashallah, Digga. Auch wieder... Oh, Junge! Digga, da bin ich aber... Jetzt, also ich gönne ja schon, ne, aber das, Digga, ich hätte nicht mit meinem Bruder und sowas in der WG. Ich kaufe mir jetzt ein Haus, mir reicht's. Ja, mit diesem großen... Digga! Fensterfronten. Boah, da ist ja alles. Drumbells, Kettlebells oder was ja hier alles. Dann haben die da vorne noch ein Laufband, Junge. Von der Dachterrasse. Ach so, sorry. Da ist eine Stange zum Bankdrücken ist auch da. Aber das machen wir dann gleich. Genau. Hier ist unser Fitnessraum. Da hat der Kenny, Freund und Personal Trainer, uns geholfen, das Ganze ein bisschen einzurichten. Hier haben wir einmal so ein riesengroßes Gerät, wo man alles Mögliche an Übungen machen kann. Nutzt ihr es auch, ist die Frage immer, ne? Das nutzt hauptsächlich der Julian. Und hier haben wir unsere wunderschöne Arme. In was für Hotels geht ihr? Wenn ich Hotel gehe, ist da immer die Matratze kaputt und der Fernseher geklaut. Bruder, Ibis! Das nutzt hauptsächlich die Bianca. Am meisten kommt dieses Gewicht hier unten zum Einsatz. 30 natürlich, Kilo, klar. Genau, ach so, mit der Seite sind wir absolut noch nicht zufrieden. Ja. Nachvollziehbar, da fehlen ja die Türen in den Einbauschränken. Das ist echt noch so ein offenes Bauprojekt. Wir würden das gerne rausreißen und dann, ich denke mal, ein so ein Schrankelement würde vollkommen ausreichen, um diese ganzen Kleinigkeiten drin zu verstauen. Und dann würden wir gerne hier so einen Spiegel? Offenen Glaskühlschrank, so einen Getränkekühlschrank, ah, okay. Bauen. Dann vielleicht irgendwie so eine kleine Sitzbank noch hin. Oder ich kam gestern spontan auf die Idee, eine Yogamatte. Für die Kinder hier so eine Sprossenwand oder irgendwie so. Oh ja, ja. Was ist denn eine Sprossenwand? So zum Klettern? Ah, okay. Die Spiegel hier hochzubekommen, das war eine Meisterleistung. Ja gut, das habt ihr nicht selber gemacht. Genau, und jetzt können wir raus auf unsere Dachterrasse gehen. Digga.
Es ist echt ein geisteskrankes Haus. Ich hätte es anders eingerichtet, aber ich fühle es sehr. Ey, ist das wild, Mann. Ist das wild. Ja. Warte mal. Könnte es sein, dass das Haus baugleich ist? Oder könnte das sein? Nee, ne? Nee, das sind andere Fenster. Das kommt gar nicht hin. Ja. Hier haben wir unsere Tischtennisplatte hingestellt. Ich dachte, das wäre so ein Neubaupark, aber das ist ein ganz anderes Design, das Haus. Komm, schnell eine Runde. Okay, warte. Oh Gott, wie soll ich jetzt starten mit einer Hand? Top. Und was ich besonders schön hier oben finde, ist, dass wir komplett einmal umhüllt von diesen Eisenvorhängen sind, die auch sonst... Finde ich ein wildes Element, mag ich auch sehr, finde ich cool, finde ich wirklich cool. ...an den Fenstern überall vorhängen und das heißt, man ist so irgendwie privat und hat irgendwie so einen blickgeschützten Raum. Aber trotzdem so im Freien, genau, ne? Genau, hier oben hin ist halt alles auf und man kann die Sonne genießen. Da haben wir hier so eine Lounge uns geholt. Wo man dann hier einfach oben auch nochmal die Möbel sind extrem geil. Die sind extrem geil. Ich glaube, da wird Zeit, dass ich mir die vielleicht auch mal hole für meine Wohnung. Die sind cool. Die Zeit hat sich ganz gemütlich hinzuchillen und Zeit zu verbringen. Ey, Mann, ich habe jetzt so einen Kopf. Ich habe jetzt voll Bock, ein Haus zu suchen, ne? Scheiße, Alter. Schön, ne? Das war jetzt unser Erdgeschoss, unsere erste und zweite Etage. Und dann fehlt jetzt noch der Keller, ne? Genau. Ja, jetzt sind wir wieder hier im Erdgeschoss angekommen und jetzt gehen wir hier den Flur mal rum. Ach übrigens, das hat man eben noch gar nicht gesehen. Oh, stimmt. Hier haben wir so eine Wickelkommode uns noch hingestellt. Cool. Cool. Nichts Sehenswertes. Und jetzt können wir hier wieder auf die andere Seite in den Flurbereich gehen und hier sieht man wieder die Einbauschränke. Da, Einbauschränke. Sind hier im Keller ein bisschen kleiner gehalten, aber hier haben wir, wie gesagt, auch ganz viel Stauraum. Hier, ich kann euch das auch mal aufmachen, hier auf der Seite. Also, da sage ich jetzt mal, was ist das? Dieser Mann lebt meinen muttergefickten Traum, Alter. Dieser Mann lebt meinen Traum. Ich sehe Billardkös, ich sehe eine Bar. Ach, Digga. Tada! Oh, Junge, what the fuck? Und was steht da? Eine scheiß Nespresso-Maschine! Ah! Trinkt doch anständigen Kaffee! Ich weiß, Nespresso ist einfach, aber holt euch einen Siebträger, Digga! Holt euch einen Siebträger! Nespresso! Plastik und. Digga, ich hab hier vorne eine stehen und ich mach sie kaputt! Oh mein Gott, Alter. Okay, es müsste ein bisschen gemütlicher in meinen Augen sein, aber das ist anders geil, Digga. Da haben wir uns eine Bar und einen Billard. Das ist anders geil. Ich würde es ein bisschen anders gestalten, ein bisschen gemütlicher, aber Digga. Moment, ich drehe mich mal. Okay, was haben sie hier? 43er, Bolz, Malibu... Kettenfett, Digga. Auf asozial angelehnt. Dann haben sie hier so extra so Dinger für Shots. Immer so 2 CL. Monin ganz viel hier vorne. Ein bisschen Champagner, eine Menge Wodka und hier oben Gin. Das ist, glaube ich, Boar oder was ist das hier? Dann haben wir hier Bombay. Hier oben ist eine ganz teure Flasche irgendwas drin. Und hier auf jeden Fall auch noch Fläschchen mit einem Weinkühlschrank. Weinkühlschrank überlege ich ja by the way auch, ne? Ich mache mir auch eine kleine Bar-Ecke in die Wohnung. Patte fließt. Baby, mir gefällt's so gut, bitte lad mich auf einen Cocktail ein. Julienko, du auch, bitte. Einmal, komm, einmal zusammen einen trinken. Dann gehe ich wieder nach Hause. Icemaker hier vorne, sehr wichtig. Einen Schreiner komplett anfertigen lassen. Schön. Das war so spannend, wer hat uns das vor unseren Augen aufgezeichnet? Ja. Die haben gesagt, das wollen wir anders. Die haben uns das aus Pappe alles aufgebaut. Und, das ist so cool, wenn man sowas selber baut. Da kommen die mit den Materialien, dann kann man fühlen. Ist voll geil. Vielleicht seht ihr, also ich kann ja mal kurz auf so ein paar Einzelheiten eingehen. Wir haben zum Beispiel hier haben wir so ein Kunstlederelement hinbauen lassen, was sich dann hier zum Beispiel an den Schubladen oben widerspiegelt. Das fand ich ganz cool, mit so Materialien zu spielen. Die Arbeitsplatte ist, das ist Glas, glaube ich, ne? Das ist aus Glas und das hat so eine gebrochene Optik. Digga, wild, wild teuer. Allein diese Bar, ich sag's wieder mal, 20.000. Dick. 20.000 diese komplette Bar. 12.000 mindestens. Mit
Elektrogeräten teuer sowas, Leute. Ich sag's euch, Möbel, Maßanfertigung, teuer, Digga. Bin mal gespannt. So, zum Beispiel einmal komplett hinter dem... Jetzt kann die noch die Farben davon steuern. Pass auf, Monte geht jetzt einer ab. Spiegel oder hier und auch hier in der Bar, in der Theke haben wir auch dieses indirekte Licht. Und man kann das auch komplett dimmen und man kann auch die Farbe ändern und so. Also hier ist, glaube ich, alles drin, was man für so eine Bar braucht. Julian ist immer, wir waren ja sehr viel in Bars unterwegs und in Restaurants. Ich will da jetzt wohnen, bitte. Cafés und so, und der Juli ist immer fleißig die ganzen Getränkekarten lang gegangen, hat sich mit den Barkeepern unterhalten. Oh, ein Ehrenmann, sehr schön. Barkultur gehört zelebriert, meine Freunde. Das sage ich auch immer wieder. Ich habe mehrere Freunde in Köln, die hoch angesehene Cocktailbars besitzen, unter anderem das Wutz in Köln, eine Cocktailbar, wo es sogar so ist, dass man klingeln muss, um reinzukommen. Monte wäre an der Stelle sowieso nicht erwünscht. Der ist ja auch trocken, hat er gesagt auf Instagram. Aber ja, tatsächlich finde ich das immer sehr cool, wenn man so eine Appreciation für Alkoholiker im Nicht-Suff-Sinne hat. Also wenn man sagt, Cocktailkultur und sowas, ein guter Wein und so, das ist schon, das hat schon was tatsächlich, ja. Finde ich cool, finde ich gut. Nur warum da oben Kettenfett steht, das verstehe ich nicht. Das ist echt eine große Leidenschaft von Müller geworden, Cocktails mixen, sich da auch auszuprobieren. Ich sehe sogar hier so kleine Ingredients für Cocktails, getrocknete Limetten, Rohrzucker hier, Marshmallows, glaube ich, dann hier noch irgendwas anderes. Ganz viele Monins hier, die halt ganz gut sind für Flavors, so. Nicht schlecht, Digga. Eigene Rezepte zu kreieren und so. So, und hier haben wir, vielleicht habt ihr gesehen, wir haben oben keine Eiswürfelmaschine und hier haben wir das jetzt in die Bar setzen lassen. Hier müsste auch irgendwo so eine Schaufel sein. Hier. Wild. Sehr cool. Vor allem ist das Clear-Eis, also klares Eis, das ist echt krass. Cool. Ja, dann kann man hier das Billardlicht natürlich anmachen. Komm, schieß mal an, Bianca. Zeig mal, dass du es auch kannst und nicht wie bei Tischtennis eben so voll daneben schlägst. Also ich würde behaupten, ich kann besser Tischtennis spielen, als ich Billard spielen kann. Jetzt bin ich unter Druck. Wir haben extra die kürzen Kös halt genommen, weil, klar, ist natürlich ein bisschen eng in dem Raum, ne? Der Tisch, muss ich ehrlich sagen, passt nicht ganz rein. Ich hätte eher eine Suff-Ecke draus gemacht. Aber ja, es ist auch ein kleinerer Billardtisch, glaube ich, ne? Da ist da sogar eine reingegangen, meine Herren! Echt? Achso, und hier haben wir noch, das haben wir glaube ich gar nicht gezeigt, ne? Hier haben wir noch so eine kleine Arbeitsfläche, wo man ein paar Sachen verstauen kann. Ja, und hier auf der anderen Seite. Dartscheibe habe ich gerade noch gesehen. Die kenne ich, die sind arschteuer, die Dinger, die kosten 500 € pro Stück, glaube ich, oder sowas. Okay, hier Waschmaschine. Waschbereich. Wichtig immer sowas zu verstecken, finde ich. Es ist wirklich geisteskrank ordentlich in diesem Haus, oder? Und auf der Seite. Was habe ich falsch gemacht? Wieso bin ich nicht Julienko? Keine Ahnung, warum die Tür jetzt schon auf ist, aber auf der Seite haben wir auch noch mal ein kleines WC, Toilette und Waschbecken. Ich will auf eine Party sein, die da passiert. Putz das Haus mal. Ihr glaubt doch nicht allen Ernst, dass Bibi ihr Haus selber putzt, Leute. Das. Traumhaus. Ja. Absolutes Traumhaus. Das ist unser Poolraum. Zum Bahn ziehen sogar lang genug, ne? Ja, hier ist unsere Sauna. Eine Sauna mit dabei auch noch. Ey, ich dreh durch, Mann. Ich dreh durch. Komm jetzt noch mit dem Dampfbad, ich schieß mir den Kopf. Die haben einen Gärtner. Ja, natürlich haben die einen Gärtner. Schaut euch den Garten an. Mega. Jetzt, wenn du schon so geisteskrank. Saugeil. Der arme Gärtner, der sich da mal abseilen muss, um das zu schneiden. Und man kann das auch komplett öffnen. Ah, jetzt ist endlich das. Ah, jetzt hat er mich. Ja, das geht immer aus an, das ist so automatisch eingestellt. Genau, das heißt. Man kann das sogar aufmachen hier, das Fenster, ne? Ja, Tageslicht hier im Keller und können hier auch frische Luft reinlassen. Es hätten ein paar mehr Einbauschränke geben können im Haus, das stimmt. Es fehlt Lagerraum, ihr habt recht. Ja, noch eine große offene Dusche braucht man natürlich auch, wenn man in den Pool geht. Geil. Ja, aber also ja, klar doch. Und hier haben wir so eine große Sitzlounge, wo man sich dann auch einfach hinschillen kann. Ist die wasserabweisend? Ist krass, wie schnell Freunde sich plötzlich hier so eine Badehose hinlegen. Ich glaube, die ist vom Kenny. Die da drunter ist, glaube ich, von Pascal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das geht ziemlich ratzfatz. Da liegen hier die Badehosen. Ja. Digga, da werden die wildesten Partys gefeiert, Leute. Da werden die wildesten Partys gefeiert, ich sag's euch. Jetzt die Fragen, wir haben alles gezeigt, oder? Ja. Das
Was ich persönlich halt richtig cool finde oder was mir am besten gefällt, ist es halt so diese Kombi aus Bar und Pool, dass man so mit einem Cocktail mal eben rüber... Einfach ein geiler, ich sag's so wie es ist, ein geiler Suffabend mit Homies, die danach in den Pool gehen. Fühle ich. ...rüber kann oder hier auch mit diesem Getränkeding. Leute, ich werde jetzt jeden Tag werde ich jetzt 8 Stunden streamen, Subs farmen und in einem Jahr so viel Geld verdienen, dass ich mir auch so ein Haus kaufen kann. Okay? Okay. Es ist schon ein Traum. Wir sind sehr, sehr glücklich in diesem Haus. Ja, glaube ich. Ich gönn's euch. Bevor wir umgezogen sind, ganz. Ihr müsst mich dabei unterstützen. Reinzappen jetzt, Alter. Ich will auch so eine Hütte. Wir haben lange gesucht nach einem Haus und hätten niemals gedacht, dass wir so glücklich irgendwann dann mal sind und was finden, was uns einfach so zusagt und so viele Träume wahr werden lässt. Und wir sind sehr dankbar. Ott, Earthblind, Jeremy, Mr. Nutella, Claire Dave Live, Bernd Wolter, Lucky Lucifer. Dankeschön für eure Subs, vielen Dank. Weitermachen. In einem Jahr wohne ich in so einem Haus. Bitte. Max, der krasse Bruder. Schallert hier 2 Subs raus, der Ehrenmann. Dankeschön, Max, für deine 200, für deine 2 gifted Subs. Kuss auf dein Auge, Bruder. Und Dankeschön an Sgleck Doppel. Dankeschön für deine 5000 Bits. Mashallah, Baby. Dankeschön, Bruder. Kuss. Kuss, Digga. Max, der Krasse, zahlt einfach mein Haus. Pickeldick, dankeschön. Weirder Name. Danke für deinen Sub. Wir haben und wissen das wirklich sehr zu schätzen. Ja, stimmt. Das wollte ich vielleicht zum Abschluss nochmal sagen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ist so. Ist so. Wir sind überglücklich. Das ist das Ding. Schaut mal, Leute. Ich habe Bibi, jetzt ganz kurz ein Real Talk zu Bibi. Ich habe Bibi kennengelernt vor... Ich habe sie einmal in meinem ganzen Leben gesehen. Ich habe sie einmal beim Feiern gesehen und einmal auf einem Felicien-Konzert. Flojo, Digga, dankeschön für 5 gifted Subs. Kuss, Digga. Dankeschön, Bruder. Danke. Ich habe sie einmal auf einem Felicien-Konzert gesehen und ganz normal mit denen gesprochen. Beide super, 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 super lieb, Alter. 2 wirklich echt nette und bodenständige Leute, die wirklich extrem korrekt drauf sind. Bibi auf jeden Fall damals kennengelernt mit Julienko. 2 wirklich sehr, sehr liebe und nette Kerle. Kerle, wahrscheinlich ist Bibi ein Kerl. 2 liebe und nette Menschen, die wirklich echt eine gute Erziehung genossen haben, die wirklich auch auf ihren Status sich nichts kommen lassen. Und sie sagt es auch gerade selber nochmal, das ist nicht selbstverständlich. Und genauso sehe ich das für mich, das ist nicht selbstverständlich, dass ich in so einem fetten Auto gleich nach Hause fahre, Alter, und in eine Wohnung reingehe, die unglaublich schön ist und so. Und wir sind euch das alles schuldig, so, wir sind euch dafür tausendfach dankbar. Und ich finde das immer sehr, sehr wichtig, dass man das immer wieder erwähnt. Das macht sie hier zu Recht und ich finde das wirklich sehr löblich von ihr. Und ich gönne das Julian und Bibi aus vollstem Herzen und hoffe, wie gesagt, dass die beiden auf jeden Fall noch ein glückliches und langes Leben führen werden. Ja, ist wirklich so tatsächlich. Also gibt's nichts gegen zu sagen. Cool, dass es den beiden so gut geht. Cool, dass die beiden sich gefunden haben, dass diese beiden schon so lange miteinander existieren. Das hat man, oder hatten wir vorher auch nicht so oft. Man trifft sich halt auch einfach viel öfter. Ne? Wir haben uns oft... früher gar nicht so oft mit der Familie getroffen oder halt nicht so regelmäßig wie jetzt. Und jetzt ruft man beide Familien einfach zusammen und dann... Ja, das vielleicht zum Abschluss. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, euch zu zeigen. Wir waren auf jeden Fall in jedem Raum und jetzt wisst ihr auch mal, wie das Ganze zusammenhängt. Ja, aber auch so, die Poolabdeckung kannst du noch zeigen, ne? Stimmt, ja. Oh, die funktioniert jetzt mittlerweile. Die war doch kaputt, ne? Ja. Falls ihr euch fragt, wegen Kindersicherung oder so, wir können das abdecken und dann kann da auch keiner reinplumpsen. Ich würde sagen, ne? Wenn euch die Minuten schon gefallen hat und ihr euch darauf gefreut habt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Werde ich machen. Also, falls wir jetzt irgendwas vergessen haben zu erzählen oder zu erwähnen oder zu zeigen, schreibt es gerne. Ehre auch, dass sie so transparent ist, Leute. Wirklich, Louis und Emilys Hauspartys werden legendär. Die einzigste, die den Garten irgendwie gruselig findet, liebe Freunde, ihr seid Millionäre, gönnt es mal von Herzen. Junge, deren Essen ist schon größer als mein ganzes Haus. Dieser Moment, wenn dieses Haus so groß wie das Kaff, in dem man wohnt. Stell dir vor, die hätten Desinfektionsmittel rausgebracht. Die wären Milliardärin. Ist wirklich so, Digga. Jetzt bringt jetzt ein Desinfektionsmittel mit Geruch raus. Mit Parfüm, Digga. Ich setze mich gleich mit Jeremy Fragrance und Marc Gebauer zusammen. Schallert in 2 Monaten. Inshallah, ich hab auch so eine Hütte.